Herzlich willkommen zurück bei Majora's Mask. Jetzt habe ich das rote Elixier. Und ich zeige euch, warum ich das brauche. Ach, setz die Goron-Maske auf. Da muss ich mich nicht ständig mit dem Typen rumschlagen. Dann schwingen wir uns mal rüber nach Osten. So, solange ich auf dem Pferd bin, schadet mich das nicht. Ich glaube, diese bekloppten Viecher kommen wieder. Das wird knapp. Sag nicht das. Ich bin schockiert. Du bist die erste Person, die jemals mit mir gesprochen hat. Ich bin nun schon seit vielen Jahren hier. Fuchte mit dem Armen, doch bitte jede um Hilfe. Alle Leute ignorieren mich umgehen. Einfach weiter. Es liegt wohl daran, dass ich so auffällig wie ein Stein bin. Aber daran habe ich mich schon gewöhnt. Ich hätte da eine Bitte. Würdest du mir etwas Medizin geben, damit sich auch ein unauffälliger Stein wie mich besser fühlt? Ja, hier. Ah, das ist es, das. Ich glaube, ich fühle mich besser. Danke. Oh, hier, als Dankeschön. Du hast die Felsmaske erhalten. Drücke C, um sie anzulegen. Deine Erscheinung wird so unauffällig sein wie ein Stein am Wegesrand. Ich muss jetzt üben, mich auffällig zu benehmen. Shiro, der steinerne Soldat, wurde ins Notizbuch eingetragen. So. So, dann kann ich auch nämlich weitergehen. Ach. Und hepp. Schädelküste. Ein sehr schönes Gebiet allerdings.
Dahin ist jemand. Ist da jemand? Bitte. Hilf mir. Ans Ufer. So, Moment. Warte mal, wie ging das noch? Aktion, okay. Ich hab's geschnallt. Ich bin Miko vom Volk der Zora, Gitarristin einer Zora-Band. Ich glaube, dies sind meine letzten Worte. Willst du mir zuhören? Ich höre. Eins, zwei, drei. Baby, bald Kinderkarneval. Alle warten auf unseren Auftritt. Aber dann hat unsere Sängerin plötzlich diese merkwürdigen Eier gelegt. Und dann hat auch noch ihre Stimme verloren. Wow, in der Schädelbucht gehen einartige Dinge vor. Oh Baby, hör mir zu, ich will nicht betteln. Gerudo-Piraten, die haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Piraten aufhalten, dann haben sie mich aufgehalten. Baby, muss ich nun sterben, bis wenn es so ist, finde ich keinen Frieden, keinen Frieden. Bitte, jemand muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh bitte, werde niemand meine Seele heilen. Das war alles. Ich danke dir. Alter, manchmal kann ich da doch wirklich schlecht singen, ne? Aber das würde echt passen. So. Lied der Befreiung. Aber das passte gerade so. So, was geht jetzt ab? Und weg ist er.
Du hast die Zora Schuppen erhalten. Der Geist eines legendären Gitarristen hat sich in dieser Maske manifestiert. Drücke C, um den Körper eines Zora zu schlüpfen. Drücke nochmals C, um dich wieder zurück zu verwandeln. Schreib dieses Abschiedslied auf meinen Grabstein. Bitte hilf diesem Mädchen. Klar. So. Mit dem Zora kann ich jetzt so einiges anstellen. Das ist eigentlich auch die beste Maske, weil der kann Zora Strom schlagen, Bumerang. Und natürlich das Wichtigste, schwimmen und abtauchen. Ey, komm, lass los. Wie viele Herzteile habe ich denn jetzt überhaupt? 2. Piratenfestung. Ich hasse das. Das ist wieder so ein Schleichlevel. Und diese Piraten sehen aus wie diese Gerudos aus Ocarina of Time, nur fehlt die geile Musik dazu. So, jetzt muss ich erstmal passen hier. Ey! Hau ab! Verzisch dich! So. So. Man kann sich das natürlich einfacher machen, wenn man die Felsmaske aufsetzt. Das habe ich nämlich auch mal zugeschaut. Autsch. Aber ich versuche jetzt erstmal auf die komplizierte Weise. Boah, ihr geht mir auf den Sack. Und ich mochte diese Quest früher gar nicht. Weil ich nämlich Angst hatte, dass es von der Zeit her nicht schnell genug war und ausreichen würde. Ist da noch was? Ja, das ist eine Kiste. Die hole ich mir dann. Schrubine. Passt.
Ah! Okay. Da war nichts. Ich glaube, ich nehme mal den Baron. Beton jetzt, glaube ich. Die Stelle mit dem Herzteil, ich muss doch nochmal Zora nehmen. Weil der Gorone mag nämlich kein Wasser. Da geht er nämlich unter. So, ein Herzteil haben wir und dann beende ich den Part. Ciao, ciao.